Hey Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Glitch-Clip auf meinem Kanal, da wir alle noch ein paar Level vor Ende der Season brauchen höchstwahrscheinlich, denn sonst wärt ihr jetzt nicht hier. Gehen wir einfach mal auf die Lupe. So sieht das Ganze aus, in meinem Fall etwas anders, da ich hier über Cloud Gaming unterwegs bin. Jetzt geben wir hier folgende Mapcode ein, das wäre die 11969967338. So sieht das Ganze aus. Das Ganze nehmen wir jetzt hier einfach an. Die meisten werden es kennen, da wir in letzter Zeit ziemlich oft auf der Map unterwegs waren. Das Ganze nehmen wir jetzt hier einmal an. So, das hier auch annehmen. Jetzt wählt ihr am besten hier noch privat aus, da wir das Ganze natürlich alleine machen wollen. Nehmen wir auch an. So, jetzt gehen wir hier einfach nur auf Spielen und dann sehen wir uns gleich auf der Map. Hier auf der Map angekommen, spawnt ihr einfach random irgendwo. Ich empfehle euch, begebt euch einfach an eine höhere Stelle, denn wir müssen uns etwas orientieren. So, und zwar müssen wir hier zur rechten Seitenflosse, beziehungsweise müsst ihr euch daran orientieren, denn wir müssen uns hier nach rechts wegbewegen. Also hier haben wir die rechte Seitenflosse. Bewegt euch jetzt hier nach rechts weg. Und zwar nicht zu dieser Blume. Zack, springen wir hier einfach mal rauf. Denn wir müssen hier zu dieser Blume. Hier müssen wir einfach nur ein Emote machen, damit wir das Ganze jetzt hier aktivieren. So, hier einfach ein Emote machen. Einfach irgendeinen, total egal welchen. So, sobald wir das gemacht haben, laufen wir hier in Richtung Roboter. Beziehungsweise einfach nur hier zu der Palme. So, hier müssen wir einfach nur hoch. Roboter, hier die Palme, zack, hier einfach nur hoch. Dann haben wir hier einen Reifenstapel. Hier machen wir jetzt auch einfach einen Emote. Damit wir den aktivieren können, mussten wir eben den anderen machen. So, jetzt haben wir hier das Fragezeichen, kurz aktivieren. Dann kommen wir hier auf eine neue Map. Hier haben wir einen Timer, den müssen wir jetzt abwarten. In der Zwischenzeit könnt ihr hier einfach nur rumlaufen, denn das Rumlaufen gibt auch XP. Ich in meinem Fall pausiere das Ganze jetzt hier einfach und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Timer abgelaufen ist. Da sind wir wieder, Freunde. Der Timer ist abgelaufen. Jetzt geben wir hier einfach nur folgenden Code ein. Und zwar wäre das die 4. An zweiter Stelle auch die 4. Und an dritter Stelle die 9. So, so sieht das Ganze aus. 449. Das Ganze aktivieren wir jetzt hier. Und dann kommen wir hier auf eine neue Map. Hier haben wir jetzt zwei Gebäude. Wie ihr seht, gehen die AFK-XP auch los, sobald wir hier auf der Map spawnen. Wir bewegen uns jetzt hier zu diesem Gebäude erstmal. Denn wir müssen hier erstmal einmal über den Zaun springen. Denn wir müssen hier zur Tür. Hier einmal über den Zaun. Dann haben wir hier die Tür. Jetzt müsst ihr aber nicht durch die Tür, sondern bewegt euch hier leicht nach links. Und dann haben wir hier den ersten Point. Das Ganze aktivieren wir kurz. Und dann gehen die XP hoch, wie ihr seht. Als nächstes müssen wir hier durch die Tür durch. Lauft nicht zu schnell. Einfach hier öffnen, durch die Tür durch. Dann halten wir uns rechts. So, dann laufen wir hier durch. Hier auch nicht zu schnell laufen, denn wir müssen uns hier auch rechts halten. Hier laufen wir einfach nur raus und drehen uns nach links. So, wie ihr seht, haben wir hier den nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir kurz. Als nächstes müssen wir hier einmal auf den Zaun irgendwie rauf. Und zwar müssen wir hier oben in die Ecke. So, wie ihr seht, ist das gar nicht so leicht. Beziehungsweise für mich nicht. So, ich empfehle euch, geht einfach hier hinten hin. So, dann haben wir eine gerade Linie dazu. Jetzt können wir hier einfach nur langlaufen. Und wie ihr seht, haben wir hier den nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir. Zack, und dann gehen die XP wieder hoch. Als nächstes müssen wir zu dem nächsten Gebäude hier. So, und zwar müssen wir direkt hier durch die Tür durch. Das Ganze machen wir. Lauft nicht zu schnell, denn wir müssen uns jetzt hier sofort links halten. Und zwar hier zu den Kisten. Denn hier haben wir den nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir kurz. Zack, und dann gehen auch die XP wieder hoch. Jetzt kommen wir schon zum letzten Point und zwar lauft ihr dazu hier einfach nur raus, denn wir müssen jetzt hier um das Gebäude rum. Also laufen wir hier einfach nur rum. Dann haben wir hier zwei Fenster, links und rechts, in der Mitte eine Tür.
So, hier links, rechts. Wir müssen zum rechten, weil hier in der linken Ecke unten haben wir den letzten Point. Das Ganze aktivieren wir. So, und wir sehen, gehen damit auch die XP wieder hoch. Jetzt warten wir einfach nur noch ab, bis wir nur noch unsere AFK-XP bekommen. So wie in diesem Fall bekomme ich jetzt nur noch AFK-XP. Jetzt könnt ihr einfach rausgehen aus der Runde. Beziehungsweise könnt ihr auch eine neue anstarten und das Ganze nochmal machen. Ich gehe jetzt hier einfach nur raus. So, und wie ihr seht, habe ich damit ganze 4 Level gemacht. Jetzt könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Level ihr gemacht habt. Und wenn ich jemandem zu ein paar Level verhelfen konnte, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!